Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war seit Wochen nicht mehr richtig aktiv auf YouTube wegen dem Umzug und allem und hatte kein Internet und hatte keine Zeit und was auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein bisschen durchgeschaut und einen kleinen Überblick. Und es gibt ja jetzt dieses Project 10 Pen und ich glaube, ich finde das ganz interessant. Und ich habe jetzt hier eine Tasche und mir 10 Produkte rausgesucht, die ich innerhalb von einer gewissen Zeit aufbrauchen möchte. Und ich zeige euch einfach mal, was ich hier drin habe. Also ich sag vorab, ich glaube, ich habe mir vorab viel vorgenommen, denn ich habe einiges an dekorativer Kosmetik drin. Ich fange dann auch, würde ich sagen, mit einem davon an. Und zwar habe ich von Benefit nur eine kleine Größe, aber die halten trotzdem ewig immer bei mir. So eine Größe von der Bad Girl Lash Mascara. Und ich finde, die sieht ziemlich vielversprechend aus. Riesenbürstchen, Megavolumen und so, das denkt man. Aber ich finde die eigentlich gar nicht so gut. Sie macht ein sehr natürliches Ergebnis. Also nicht das, was man davon erwartet. Aber es ist mir einfach viel zu schade, um die jetzt wegzuwerfen. Und deswegen, ja, sie liegt einfach nur bei mir rum. Und bevor sie komplett eintrocknet, möchte ich sie leeren. Dann habe ich mir ein Lippenpflegeprodukt rausgesucht. Und zwar ist das von The Body Shop. Das ist die Sheer Lip Butter. Und die habe ich auch mittlerweile schon richtig, richtig lang. Ich glaube, 2,5 Jahre oder so. Da ist schon nicht mehr ganz so viel drin, aber es ist trotzdem noch jede Menge. Und das Problem ist einfach, ich finde die nicht mehr ganz so gut. Also sie ist gut, aber ich habe mittlerweile einfach bessere Sachen für mich entdeckt. Ist mir aber ebenfalls zu schade, um wegzuwerfen und möchte sie deswegen noch leeren, bevor sie schlecht wird. Denn da steht auch drauf, sich gerade 12 Monate Haltbarkeit nach Öffnung. Aber ist ja auch egal. Dann habe ich eine Gesichtsmaske. Und zwar ist die von Biodroga. Das ist die Power Moist Mask Intensive, feuchtigkeitsspendend. Ich finde die richtig gut. Die hatte ich mal in der Glossy Box drin. Das Problem ist, das ist jetzt nicht so viel, aber es ist doch was anderes wie diese kleinen Portionsgrößen, die man dann einmal benutzt und dann ist es leer oder so. 30 ml können echt anstrengend und viel sein, wenn sie in einer Tube sind, meiner Meinung nach. Ich finde die richtig gut. Sie versorgt die Haut unheimlich gut mit Feuchtigkeit. Ich habe danach nur immer solche Rötungen im Gesicht. Also genau da, wo die Creme einfach war. Ja, es ist eine Hassliebe. Und ich habe sie jetzt lange, lange nicht mehr benutzt. Und auch ebenfalls, bevor ich die dann jetzt wegwerfe, brauche ich sie einfach mal auf. Dann habe ich meinen absoluten Lieblingsblush, den es ever, 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 ever gibt, von Catrice. Das ist mein Problem, den gibt es nicht mehr so zu kaufen. Die Farbe Toffee Fairy, das ist einer von diesen Defining Blushen, man kann nichts mehr lesen. Er ist schon so abgekrabbelt. Ich habe schon mega Hittepan. Ich habe ihn lange, lange Zeit jetzt wieder nicht benutzt, benutze ihn wieder täglich momentan, da er einfach so wunderschön ist. Heute habe ich ihn jetzt natürlich nicht drauf. Ist klar. Aber in sämtlichen Videos trage ich den und ich finde ihn so schön. Der zaubert eine unglaublich schöne Bräune, frisch ins Gesicht. Man sieht gesund damit aus. Man kann auch damit konturieren, wenn einem die Schimmerpartikel darin nicht stören. Also ich finde ihn super. Aber so langsam müsste ich ihn wirklich mal aufbrauchen, denn wie gesagt, er wird hier nicht besser. Und egal wie lange ich ihn mir aufspare. Ja, vielleicht kommt er nochmal irgendwann ins Sortiment. Das ist so meine Hoffnung. Aber was soll ich sagen? Dann habe ich ein Haarprodukt und zwar schon unglaublich lange bei mir liegen. Das ist vom Pantene Pro-V, das Thermoprotect Cure. Ohne Ausspülen. Und ja, das ist Anti-Haarbruch. Das ist so ein Ding, also ihr seht, ich habe es nicht so viel benutzt. Dann habe ich mit YouTube angefangen und dann kamen die ganzen Anfixereien und die unnötigen Käufe und die anderen tollen Produkte, die man ausprobieren möchte. Und das ist einfach untergegangen. Das ist wirklich untergegangen. Das ist schon so lange her. Ich kann nicht mehr sagen, ob ich es gut oder nicht gut fand oder ob es was mit meinen Haaren gemacht hätte. Ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Ich habe das schon so lange. Und deswegen muss das jetzt weg. Dann habe ich meinen liebsten Lieblingsnagellack. Und zwar ist der von Nails Inc. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Also er ist ungefähr noch so viel voll. Das Problem bei der Sache ist, irgendwann kommt man ja mit dem Bürstchen nicht mehr dran. Und je älter die werden, desto zähflüssiger werden die. Und der wird mittlerweile schon schwierig. Und ich möchte den jetzt einfach wirklich aufbrauen. Der ist übrigens nicht schwarz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennt. Der ist unglaublich schön rot. Habe ich
wahnsinnig oft drauf. Ich bekomme den halt eben in Deutschland nicht und ich muss mal schauen, dass ich den über Amazon bestelle. Das sind 10 Milliliter und die sind noch nicht ganz so günstig, kosten 13 Euro. Aber der ist unglaublich schön, der hält gut. Das ist so eine wundervolle Farbe. Das ist übrigens die Farbe Victoria. Könnt ihr ja mal eingeben bei Google, Nails Inc. London, Farbe Victoria, wie der eigentlich wirklich aussieht. Und deswegen möchte ich den jetzt leeren, bevor ich ihn wegwerfen kann, denn dafür ist er mir unfassbar viel zu schade. So, dann habe ich einen Augenbrauenstift von Essence. Der ist auch nicht mehr ganz so groß. Habe ich auch schon aufgebraucht mal und so und habe mir ihn wieder nachgekauft. Aber er ist nicht ganz so meine Farbe. Mittlerweile habe ich einen von Catrice. Den trage ich auch heute. Der ist voll meine Farbe und der ist viel besser. Und ja, ne, wie das dann so ist, dann benutzt man den eben nicht mehr. Aber was soll ich damit machen? Und deswegen, das ist übrigens die Farbe Blond. Deswegen benutze ich den jetzt einfach, bis er leer ist und werde ihn mir einfach nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier noch ein Haarprodukt drin von Udo Walz. Das ist das Color Pflege, Color Boost Haarpflegespray für koloriertes oder blondiertes Haar mit UV-Schutz und ja, soll zur Verankerung der Farbpigmente mit UV-Schutz gegen Verblasen, gezielte Pflege, ohne zu beschweren, Sofortpflege und Schutz für koloriertes Haar. Habe ich ganz wenig benutzt und aber auch schon ganz lange. Oh, verdammter Mist, ich sehe gerade, da ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Das sehe ich bei nicht vielen Produkten. 6/2013. Naja. Jo, weg war's. Also ich glaube, meine Haare werden nicht davon anfangen zu schimmeln. Ich werde es benutzen, ich werde es leeren. Und ich glaube, das wird richtig schwierig, denn ich wasche nicht jeden Tag meine Haare und benutze das dementsprechend dann auch nicht jeden Tag nach der Haarwäsche. Und das ist einfach noch richtig viel voll. Und es sind 150 Milliliter drin. Ich glaube, das wird so die größte Aufgabe, die beiden Haarprodukte sein. Dann habe ich hier noch zwei Sachen und zwar ist das zum einen ein Lippenstift, den trage ich jetzt auch heute. Das ist eher so ein seidiger Gloss, ich weiß nicht, also es ist ein Gloss in Lippenstiftform. Und zwar ist der von Thomas Sabo, den hatte ich mir mal bei Douglas bestellt und ich finde ihn richtig schön und ihr seht, der ist auch schon richtig gut benutzt und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Lippenstift leer gemacht. Und ich möchte einfach mal dieses Erfolgserlebnis haben, zu sagen, ich habe einen Lippenstift leer gemacht. Und da der auch nicht so wirklich... Alarmanlage. Und da der auch nicht so wirklich farbintensiv ist und auch nicht so wirklich so wie ein Lippenstift ist und auch nicht so gut dann eben hält, trägt man den auch mal öfters auf und deswegen habe ich bei dem hier die Hoffnung, dass ich den leer mache. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Handcreme. Ich benutze in letzter Zeit sehr viel Handcreme, aber diese eben nicht und die habe ich schon länger und die ist auch schon offen und zwar ist die von Lancaster, die Aqua Milk Comforting Hand and Nail Cream und die soll 24 Stunden Feuchtigkeit spenden. Das ist eine ziemlich große Tube, die hat 75 Milliliter und ich möchte die auf jeden Fall leer machen, da die bestimmt schon über ein Jahr auf ist. Hat auch hinten drauf 24 Monate, ich glaube die ist sogar schon länger auf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich die jetzt benutzen und aufbrauchen und ich möchte sowieso meinen Handcremestand verringern, da ich einfach viel zu viel von allem habe und das eigentlich überhaupt nicht brauche. Man benutzt sowieso höchstens zwei, eine zu Hause, eine in der Handtasche oder so für unterwegs und ich blicke nicht mehr durch und deswegen... möchte ich die große hier aufbrauchen. Also das hier sind jetzt meine Sachen, die ich aufbrauchen möchte in der nächsten Zeit. Ich weiß nicht, was hat Reni und so, was haben die alle für eine Zeit? Ist das so ein Jahr oder? Ich weiß es nicht. Ich setze mir einfach mal jetzt ein halbes Jahr. Es ist jetzt Anfang März. Ja, ich sag mal, bis so September möchte ich schauen, dass das irgendwie so aufgebraucht ist. Ihr werdet es nach und nach, denke ich, in meinen Aufgebraucht-Videos sehen. Ich werde dann irgendwann ein separates Video dazu abdrehen, was ich dann wirklich in dieser Zeit geschafft habe oder auch was nicht. Und werde dann die Ausschnitte einfach, denke ich, aus diesen Aufgebraucht-Videos dort einfügen, um zu zeigen, dass die Sachen auch wirklich, wirklich leer sind. Denn ich möchte nicht ein halbes Jahr lang Müll aufheben, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust dazu. Und deswegen denke ich, ist das eine ganz gute Lösung. Macht ihr bei dem Tag auch mit? Ist das ein Tag? Project. Macht ihr da auch mit? Wenn ja, dann schreibt mir doch mal bitte unten in die Kommentare, was ihr so aufbraucht und ja, wie euer Konsumverhalten so ist, ob das auch so schlimm ist. Ich meine, ich habe meins ja schon mehrfach erwähnt, aber ich glaube, das ist einfach bei unfassbar vielen so, die YouTube-Videos drehen und von daher, ja, ich möchte einfach ein bisschen zurückschalten. Habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt und ja.
Ich möchte jetzt schauen, dass ich nur noch wirklich das kaufe, was ich brauche und mich auch nicht mehr so anfixen lassen. Vielleicht nicht mehr Hauls schaue oder kaum noch, vielleicht noch von meinen liebsten YouTubern, aber nicht mehr so querbeet. Denn das trägt offensichtlich dazu bei, dass man viel zu viel kauft, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. So, das war dann das und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht auch animiert, wenn ihr nicht mitmacht, doch mitzumachen. Und dann verlinke ich euch jetzt hier mal noch meine letzten beiden Videos. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ich würde mich freuen und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!